Moin, jo, mal wieder Zeit für einen kleinen, wahrscheinlich gar nicht so einen kleinen Knife Talk, wird sich wahrscheinlich wieder etwas in die Länge ziehen. Ich dachte mir, ich habe auf jeden Fall viel Lust, thematisch euch mal meine Lieblinge, meine Favoriten von Real Steel Knives zu zeigen, vorzustellen, beziehungsweise ein paar Worte dazu zu verlieren. Real Steel ging ja 2013 an den Start. Ist so eine Messermarke, die zum Beispiel jetzt in den USA erst in den letzten ein, zwei Jahren mehr an Beliebtheit und Popularität gewonnen hat. Da starten die jetzt erst so langsam durch. Bei uns in Deutschland legten wir im Grunde quasi den Grundstein. Da gab es dann viele Fans und das hat sich auch so gehalten. Die Marke konnte damals durch sehr taugliche Designs, da sei mal das H6 zum Beispiel genannt, überzeugen, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt, gab immer wieder neue Modelle, mittlerweile eine wirklich breite Produktpalette. Ist etwas schade, dass einige Modelle nicht mehr zu beziehen sind. Auch von den Messern, die ich euch jetzt zeige, einiges ist noch zu beziehen, einiges nicht. Das tut mir natürlich leid, wenn manche Modelle nicht zu beziehen sind. Das ist einfach eine bunte Palette, die Real Steel da zumeist für einen recht gut bezahlbaren Preis in guter Qualität auf den Markt bringt. Und das sind dann nicht nur Klappmesser, sondern zum Beispiel auch Fix. Da möchte ich dann auch beginnen mit meinem Real Steel Metamorph Fixed Osterpehl Design erwähnt, einfach weil sie wirklich sehr gut ist die Kydex, die man dazu bekommt. Die baut flach auf, die ist stabil, die hält das Messer wirklich sicher, kannst du einfach in den Rucksack schmeißen. Sehr, sehr tauglich. Und dieses Design von Osterpehl, ja, das ist einfach ein Messer, das mich optisch sehr anmacht, das ich immer wieder gerne benutze. Ist eines der wenigen Fix, die doch regelmäßig noch von mir genutzt werden. Gute Ergonomie, Schneidfreudigkeit ist ganz okay. Könnte natürlich alles noch besser sein, aber ist halt sehr universell alles gehalten. Auch mit dem Stahl, mit der Stabilität, da hat man einfach einen tollen, tollen Wert erreicht, dass alle Disziplinen ganz gut abgedeckelt werden. Preislich war es damals auch. Ich weiß nicht, wo es jetzt liegt, aber damals hat es so ein Fuffi gekostet. Und es gibt auch andere Fixed-Modelle, zum Beispiel im Design Poltergeist Works. Da haben wir das Modell Convex. Toller, toller, kompakter Stachel, sehr schneidfreudig. Oder nochmal Poltergeist Works, dieses super giftige Banshee. Das ist schon sehr speziell mit der Hawkbill-Klinge, habe ich auch vorgestellt. Das habe ich damals verkauft. Das bereue ich auch wirklich. Jetzt hatte eine für meine Hand fantastische Handlage. Sehr, sehr tauglicher Boxcutter, auch in der Küche tatsächlich zu gebrauchen. Da überlege ich auch immer wieder, mir das zu holen. Die gefallen mir schon sehr gut. Und da gibt es noch ganz andere Modelle. Die Bushcraft-Modelle von Real Steel, absolut seit Jahren beliebt und tauglich. Neck Knives, das Marlin oder das Receptor, da sind wir auch wieder Poltergeist Works. Tolle, tolle, kompakte EDC-Fixed. All Knives are great, die Fixed wie die Klapper. In beiden Welten, mit beiden Welten, beziehungsweise deren Messern und Produkten kann man viel, viel Spaß haben. Und ich möchte bei den Klappmessern als erstes mit diesen drei Modellen anfangen. Da haben wir wieder Poltergeist Works Design. Sehr, sehr tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und völlig egal, welches man jetzt bevorzugt, das Luna, das Stella oder das Solis, alle drei Modelle haben eine große Fanbase gefunden. Ich finde sie alle drei großartig. Sind recht günstig. Da ist das Stella schon eher noch ein bisschen teurer. Gab es auch in der Titan-Version. Großartiges Modell. Timo hat die vorgestellt mehrfach. New Age Outlaw, checkt seinen Kanal, seine Videos mal aus. Großer Fan dieser Modelle. Gute Handlage, schneidfreudig. Der VG10 macht hier einfach einen sehr guten Job.
Und overall ist wahrscheinlich nach wie vor das Luna mein Favorit. Enorm schneidfreudig. Ich hatte auch noch kein Problem mit dem Clip. Der ist mir zum Glück noch nicht umgebogen, abgebrochen. Ich finde die leichte Federspannung perfekt. Ich liebe es einfach, wenn man Slipjoints einfach und schnell auf- und zuklappen kann. Ich arbeite sehr achtsam, sehr bewusst mit solchen Messern. Die nehme ich auch nicht für jede Schneidaufgabe ran, aber auch damit kann man mal ein bisschen Pappe wegarbeiten, Lebensmittel etc. Tolle EDC-Messer, sehr, sehr günstig, ganz, ganz klare Empfehlung. Und da möchte ich auch gleich weitermachen. Ebenfalls Slipjoint hier mit Mikata-Griffbeschalung, Osterpehl. Und hier das G-Slip und das G-Slip Kompakt. Das Mikata sieht einfach sehr schön aus. Und diese Modelle halt nicht nur tauglich durch die, ja, dadurch, dass sie 42A-konform sind, sondern die Klinge ist einfach sehr schneidfreudig. Universeller Griff, universelle Handlage, guter Drahtclip. Einfach mit sich zu führen, kannst du schnell ziehen, kannst du schnell einstecken. Auch hier wieder eine eher sehr leichte, moderate Spannung der Rückenfeder. Aber das, wie gesagt, das liebe ich. Und auch diese beiden Modelle ja, kann ich ganz klar empfehlen. Also auch am 42A-konformen Markt hat Real Steel einiges zu bieten. Jo, dann jetzt mal zu den Einhandmessern mit Verschluss von Real Steel. Wirklich ein sehr altes Modell. Optisch auch wirklich eine andere Zeit. Das E963, hohlgeschliffene, satinierte Klinge, G10, Griffbeschalung. Viel Jimpings, viel Riffelung, ja, Einkerbung am Material, G10 bei den Stahllinern, Linerlock, wirklich auch eine Struktur, eine stark vorhandene Struktur im G10. Arbeitssicherheit ist hier hochgeschrieben. Wirklich ein ausufernder, fortlaufender Handschutz, Fingerschutz, der wirklich viel Sicherheit ausstrahlt. Da kannst du gut mitarbeiten. Und da sehe ich das auch. Tolles Arbeitsmesser. Durch den Hohlschliff halt sehr schneidfreudig. Ich glaube 8 CR, 13 MOV als Klingenstahl. Bekommst du wunderbar scharf, auch recht leicht nachgeschärft. Hat eine ganz anständige Rostträgheit. Ist aber natürlich nicht der schnitthaltigste, aber du bekommst ihn halt wirklich mit einfachsten Mitteln recht flott wieder scharf. Wirklich ein tolles Modell. Kein Kugellager, läuft auf Gleitscheiben, hat sich wunderbar eingespielt und ist nach all den Jahren immer noch ein gern gesehener Gast, Arbeiter, Helfer und Begleiter im Alltag, das 963. Wenn einem die Optik gefällt, dass es halt ein bisschen kantiger, boxy ist mit den ganzen Jimpings, dann wirklich go for it. Ist ein tolles Messer, klare Empfehlung. Ebenso wie ich ganz klar das, ja, das Real Steel Precision, das 3001. Für mich wahrscheinlich die Zusammenarbeit von Real Steel mit Poltergeist Works, die ich rein optisch immer noch am coolsten finde. Liegt mir vom Griff halt nicht perfekt in der Hand. Geht alles in Ordnung, aber ja, gibt Messer, die liegen mir deutlich besser. Zum Beispiel so ein Buckout liegt mir doch viel besser in der Hand. Das ist bei kompakten Messern immer nicht so einfach, aber generell auch bei größeren Messern. Man muss halt ein Messer mal in die Hand nehmen, um wirklich zu wissen, wie gut es einem liegt. Hier ist es halt nur okay, aber das ist relativ egal, weil mich dieses Design einfach so anmacht. Das hat Real Steel wirklich für einen sehr schmalen Taler toll umgesetzt und diesem Orange-Peel mit der Orangenhaut auf den G10-Griffschalen ab Werk schon sehr cool. Ja, diese Kettenblattschrauben, Poltergeist Works mäßig. Das ist schon klasse und dieses Modell ist nach wie vor zu beziehen. Liegt, glaube ich, so um die 50 €. Das nächste Modell gibt es auf jeden Fall noch am Markt. Das ist das noch nicht allzu alte G-Frame, wieder Osterpehl. Titan Frameblock Modell, schlanke, langgezogene Linie, satiniert. Hier haben wir, ich glaube, das war der N96, genau, Böhler N96 Stahl, Flachschliff, recht schneidfreudig ausgeführt. Mattes, seidiges Finish, kann durchaus bei nassen Händen dann auch mal rutschig werden, aber universell in der Handlage. Guter Drahtclip. Sehr, 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 sehr gefälliges Messer, wenn man so
so schmale Messer mag, sehr leichtgewichtig auch, obwohl Titan, also natürlich leichter als Edelstahl, aber viele Kunststoffmaterialien sind nochmal deutlich leichter als Titan. Hier jedoch hat man wirklich kaum gefühlt was in der Hand, verteilt sich gut auf die Länge. Flipper-Action könnte besser sein, ist halt nicht so explosiv, schon auch weil einfach die Masse hier nicht vorhanden ist in der Klinge. Ist ja alles sehr, sehr schmal an Klingenstärke, überhaupt an der Breite. Funktioniert aber alles ganz gut, hat sich gut eingespielt. Tolles, tolles Messer, strahlt was aus, finde ich, im Design. Und das nächste ist mir auch über die Jahre doch enorm ans Herz gewachsen. Einfach auch für mich ein moderner Klassiker aus dem Hause Real Steel auf jeden Fall. Das H6, das Blue Sheep. Hier in der alten Version mit den Schlitzschrauben halt noch an der Achse und auch ja, die Fixierung der Griffschalen, des Clips, der alte Clip noch. Und auch die Klinge hier noch mit Choil, mit Fingermulde, die neuen Modelle nicht mehr dann hohlgeschliffen, sondern Flachschliff. Hier halt noch der sehr schneidfreudige Hohlschliff. Wir haben 14C, 28N. Real Steel hat schon vor vielen Jahren diesen Stahl verarbeitet. Den gab es damals vermehrt bei Kershaw, da hat man aber doch deutlich mehr bezahlt für die Modelle von Kershaw, eher so das Doppelte, meistens dann auch USA-Fertigung. Und Real Steel hatte von den chinesischen Companies da recht schnell schon die Nase vorne, was den 14C 28N betraf. Dieses Design hier mit den Digicamo G10 Griffschalen mit der stabilen Liner-Lock-Verriegelung, beidseitige Daumenpins hier mit dem Update, die konnte man damals optional beziehen, war so eine Aktion, Glow in the Dark. Das ist ein tolles, tolles Messer, das eine hervorragende Ergonomie hat. Dann das nächste Modell, nochmal Osterpehl, hier im British Racing Green, Aluminium Griffbeschalung. Auch eins der älteren Modelle gab es auch in ganz, ganz vielen Farbvarianten. Auch die Griffgestaltung mit anderem Clip, hat sich dann geändert. Ja, giftiges, sehr modernes, sehr stylisches Osterpehl-Design. Frontflipper ist ja nicht meine bevorzugte Art und Weise. Bei diesem Modell, einfach weil ich es jetzt schon aber hunderte Male gemacht habe, funktioniert das ganz gut. Klinge läuft auf Kugellagern. Schneidperformance ist okay, aber hier ist mehr der Style-Faktor im Vordergrund. Sehr pointy, diese Klinge, wirklich giftig. Cooles Teil, mag ich sehr, auch immer, immer gerne mit dabei. Dann noch ein recht großes Modell im Einhandmesserbereich von Real Steel, das Modell Thor. Und als das Thor damals rauskam, war ich schwer begeistert, bin ich auch immer noch. Heutzutage wünsche ich mir allerdings ein paar Sachen anders, zum Beispiel die Reduzierung auf entweder nur Flipper-Tab-Öffnung oder die Daumenpins. Beides ja, bräuchte ich tatsächlich nicht. Ergonomisch ist es für meine Hand aber fantastisch. Und in dieser Version mit den ja, Copper Shred Carbon Fiber Griffschalen ist das auch sehr, sehr cool. Stonewash-Klinge. Durchaus taugliches, großes, nicht zu schweres Messer, einfach weil der Griff so unfassbar, unfassbar viel Gewicht rausnimmt. Großartige Flipper-Action, vielleicht in Serie das beste Flipper-Messer von Real Steel. Auch das eine klare Empfehlung. Und damals ganz klar mein Favorit, als es zusammen zeitgleich mit dem Sea Eagle rauskam. Liner-Lock, sehr stabiler Aufbau der Klinge, auch die Liner darunter. Auch sehr clean der Aufbau, Achse, am Ende noch zwei Verschraubungen, das war's, finde ich sehr, sehr cool. Hier nur die Flipperöffnung, keine Pins und damals fand ich das Thor cooler und das hat sich über die Jahre jetzt doch gewandelt. Das Sea Eagle ist sowohl in der Klinge schneidfreudiger, feiner ausgeschliffen, obwohl es halt wirklich viel, viel, ja, Klingenbreite, Klingenstärke mit sich bringt. Das müssten so an die 3,5 mm sein. Stabil aufgebaut, Kugellager, das auch sehr gut funktioniert, läuft nicht ganz so weich und seidig wie das Thor, hat aber auch eine tolle Action und halt diese durchaus elegante Optik, diese sehr rasante Linie, das Jimping, dieser Hahnkamm funktioniert gut, gibt in der Optik ein bisschen Pep, ja.
Das hat dann dem Tor tatsächlich den Rang abgelaufen und dieses Modell gefällt mir mittlerweile noch besser als das Real Steel Tor. Dann kommen wir zu dem Modell, das vielleicht das schneidfreudigste Gerät ist, das ich von Real Steel habe. Nochmal ein Poltergeist Works Design, das Sidus gab es auch in mehreren Versionen. Hier jetzt mit der Version mit den Glow in the Dark Griffschalen kannst du halt übers Licht aufladen. Moment, ich kann das ja mal ganz kurz zumindest ein bisschen machen. Einmal kurz die Griffschalen an eine Lichtquelle halten und dann schalten wir mal kurz das Licht aus und hoffen, dass es ein bisschen getankt hat. Und genau, dann leuchten die doch ziemlich cool nach. Ist halt ein spektakulärer Effekt, der aber nicht lange anhält. Während ich rede, seht ihr schon, wie das nach und nach abdimmt. Und in 2, 3 Minuten wäre der Zauber dann auch schon wieder komplett weg. Da wäre es natürlich cool, wenn der Leuchtstoff noch hochwertiger wäre. Aber halt ein ganz cooles Gimmick. Und auch in der Betrachtung der Carbon-Griffschalen kommen die auch so recht schick. So, Kamera muss ich wieder eingrooven. Okay. Kommen die doch recht schick daher. Sehr günstiges Messer, beziehungsweise andersrum tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, das liegt so zwischen 60 und 70 Euro. Wir haben hier den D2-Stahl, super fein ausgeschliffen, unter 0,40 mm, ganz blitzsauber eingestellt, verarbeitet. Habe ich sehr gerne dabei. Wirklich ein Messer, das ich als Slicer bezeichne. Sehr schneidfreudig, tolles Messer. Freue ich mich sehr, dass ich das in der Sammlung habe und auch eine ganz klare Empfehlung von mir. Und fast noch klarer fällt die Empfehlung aus für das Real Steel Megalodon Fossil mit diesen schwarz-grünlichen Micarta Griffschalen. Alles sehr grau. Mattgrau, Grayman, gehalten in der Optik. Diese fantastische Linie, für mich mit das beste Design, das es überhaupt gibt am Markt bei allen Handmessern. Holt mich jedes Mal wieder ab, passt gut in meine Hand, ist sehr schneidfreudig, auch diese Version hier. Hier haben wir den 14C28N verbaut. Überhaupt gab es das Megalodon in sehr vielen Version, hat immer seine Freunde und Fans gefunden und die alte Titan-Version, aber auch die 217er stehe ich auch drauf, aber die alte Titan-Version und dieses Fossilmodell, das sind meine Favoriten. Hat auch noch eine Zusatzsicherung, diesen Schieber hier, den man manuell am Griffrücken bedienen kann, um den Liner-Lock zu sperren. Sehr gut, dass es halt manuell ist und nicht automatisch. Kann man dann halt zuschalten, wenn man denn mag. Großartiges Messer, preislich denke ich mittlerweile so um die 70, 80 Euro. Ganz klare Empfehlung, ist halt nichts für Leute, die so große Klappmesser nicht tragen wollen. Hier hat man doch wirklich einiges, hat eine enorme Länge, deutlich über 20 cm. Sollte man sich gut überlegen. Wenn man auf sowas aber steht, dann ist das ein tolles Teil. Und noch vielleicht erwähnt, die Micarta-Griffschalen, die sind sehr boxy, sehr viereckig, kantig, nicht das schönste Griffgefühl. Die sollte man vielleicht ein bisschen mit feinem Schleifpapier noch nacharbeiten. Und ebenso toll und noch deutlich außergewöhnlicher ist ja diese schwarz-goldene Version vom Real Steel Bruns. Kam auch 2022 raus. Hier VG10 Stahl. Titangriff mit vielen Durchbrüchen, die dann auch anodisiert, hier halt golden, dann die Hardware Messingfarben gehalten. Auch im Clip ist die Anodisierung in diesen Dreiecken vorhanden. Das ist optisch einfach etwas, was mich enorm anspricht. WeKnife hat ein ähnliches Modell am Markt, das gefiel mir auch schon sehr gut. Hier einfach von den Anodisierungen nochmal einen oben drauf gepackt, wo das Miscreant müsste das, glaube ich, gewesen sein von WeKnife. Wirklich auch ein ganz großartiges Messer. Aber dieses Modell, das Bruns, fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Ja, ich glaube, viele fanden das zu teuer. Das kann ich tatsächlich nicht unterschreiben, weil ich denke, dass die Arbeit, die hier eingeflossen ist, gerade in die Gestaltung,
der Griffbeschalung, dass die sowohl kunstvoll wie außergewöhnlich ist und dass man da dann für seine 170, 180 Euro wirklich ein erstklassiges Messer bekommt, wirklich kunstvoll und auch tauglich. Ja, sehr, sehr cooles Teil. Freue ich mich sehr, dass ich das in meiner Sammlung habe. Und wer wie ich großer Fan von Bolzenverschlüssen ist und von Einhandmessern, die zwar eine gewisse Länge mit sich bringen, aber doch schlank aufbauen und nicht zu viel Gewicht haben, den kann ich absolut, absolut das Real Steel Hugin Ivan Braginets Design ans Herz legen. Hier haben wir VG10 Stahl, Flachschliff. In diesem Fall satiniert, gibt dieses Messer in mehreren Versionen und der Bolzenverschluss macht eine sehr gute Arbeit. Signature, ja, Verschraubung von Ivan Braginets. Ein Clip, Deep Carry, der gut funktioniert. Hinten noch ein Steg für einen Fangriemen. Langgezogener Backspacer aus G10 im Griffrücken. Ja, und halt sauberer Verschluss, leichtläufig, sehr, sehr schneidfreudig, ergonomisch, sehr universell und sicher, preislich um die 90 Euro. Und dieses Messer ist für mich die tauglichere Wahl, als zum Beispiel das Benchmade Large Griptilian, das ich wirklich auch sehr, sehr mag, aber ich würde dem Hugin jederzeit, jederzeit den Vorzug geben. Großartiges Messer, das mich aufgrund der Performance jedes Mal aufs Neue begeistert. So, und jetzt biegen wir auch ab, ja, die Schlussgerade, die Zielgerade, das Megalodon, das Real Steel Carsontech Megalodon in der 2.13er Version mit dem geschlossenen Kugellagersystem. Das macht mich schon enorm an. Oft benutzt, hat seine Benutzungsspuren der vergangenen Jahre, aber immer noch, ja, steht ihm wunderbar, verleiht ihm Charakter, diesem Messer. Flachgeschliffene Klinge dürfte gerne noch flacher ausgeschliffen sein, da aber voll hochgezogen ist die Performance hier ganz gut. Als wirklich ein Slicer würde ich es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr bezeichnen. Es schneidet wirklich anständig, es schneidet wirklich gut, bringt auch wirklich eine gewisse Stabilität mit sich, Action, Rasanz dann sowieso. Aber könnte gerne noch schneidfreudiger sein. Aber dieser Flussverlauf im Framelock, alles ganz sauber angefasst, dieses Becken hier, das ist schon ungewöhnlich, wie der Framelock gestaltet wurde. Für mich ein optisches Highlight. Und dann halt erwähnt das geschlossene Kugellagersystem von Carsontech. Geniales Messer, optisch genial, Performance sehr gut. Gibt wenig Dinge, die ich hier ändern würde. Zum Beispiel gefällt mir halt nicht beim Framelock, dass wir hier halt die Verschlusskante haben. Und dieser Überstand würde halt den Framelock daran hindern, dass er bei Verschleiß weiter reinwandert. Irgendwann kam das mal auf. Das muss halt wirklich so um die 2012, 2013, 2014, dass einige Messer damit verbaut wurden. Mittlerweile sieht man das, wie ich finde, zum Glück selten. Damals dachte ich mir, das ist gar nicht so schlecht. In der Praxis finde ich es doch kontraproduktiv, weil irgendwann hast du den Verschleiß, die Klinge bzw. die Sperrfeder kann nicht weiter reinwandern und trotzdem hast du halt weiter den Verschleiß und dadurch kann dann wirklich Spiel auf und ab entstehen. Also bin ich kein Fan davon. Das wünschte ich mir anders. Das wäre definitiv ein Messer, wenn ich das verlieren würde. Oder wie auch immer, wenn es halt nicht mehr mein Besitz wäre, dann würde ich mich schleunigst dran machen, dieses Modell wieder zu bekommen. Und da liegt dann auch die Krux, das 2.13er Carsontech Real Steel ist nicht so leicht zu finden. Da wird dann auch wieder einiges verlangt, aber das wäre es mir dann wahrscheinlich auch wert. Fantastisches, fantastisches Messer und das wird vielleicht nur noch getoppt vom Real Steel Carsontech Exorcist in dieser, ja, in dieser Limited Special Edition mit diesen Einlagen hier aus Carbon. Unser Timo hat eine fantastische, eine unglaubliche Exorzist-Sammlung. Das ist einfach ein ganz besonderes Modell. Ich teile da auch durchaus
die Leidenschaft von Timo sehr sauber verarbeitet. In dem, was dieses Modell technisch bietet, war das 2013 wirklich auf der Höhe der Zeit. Optisch gibt es hier so viel zu entdecken, so viel Außergewöhnliches, also wirklich von der Verschraubung über dieser Sondersicherung, die mit Feder funktioniert, die du dann erst wieder zurückziehen musst, um den Framelock freizugeben. Und auch die Klinge, tolles Stonewash M390, das war zu der Zeit wirklich, da gab es noch nicht so unfassbar viele Messer mit dem M390. Hier in der Swatch eine hohlgeschliffene, eine konkave Swatch findet man auch nicht so häufig. Einfach ein tolles, tolles Modell. Auch hier das geschlossene Kugellagersystem. Leicht abweichende Farbgebung. Auch das nicht selten. Zog sich immer mal wieder bei Modellen durch. Sehr, sehr ungewöhnlich. Ob das jetzt Absicht war oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Findet sich halt immer wieder bei Modellen. Ja, gibt dem einfach nochmal eine gewisse Charakteristik. Mir gefällt das ganz gut und ja. Tolles, tolles Messer. Wenn dieses Modell mal länger rumliegt, dann müssen sich die Kugellager wirklich erstmal ein bisschen warm laufen, sind freiliegende Kugeln, das dann aber wirklich nach mehrmaligen Öffnen ganz wunderbar funktioniert. Optisch einfach eine Bombe, dieses Messer. Lieb ich wirklich, wirklich sehr. Sehr, sehr stabil, tolle Materialien. Von der Schneidperformance kann es nicht mit dem Megalodon mithalten und schon gar nicht mit den, zum Beispiel mit dem Hugin oder mit dem Sidus. Dafür hat es einfach viel zu viel Material hinter der Faser. Das wünsche ich mir natürlich auch anders. Nimmt all dem aber nicht viel von seinem Zauber. Natürlich gibt es bessere Arbeiter. Aber ja, es gibt halt einfach eine Menge Messer, die einen so packen und anmachen, weil sie was Besonderes sind. Und dieses Messer lässt zumindest meine innere Glocke immer wieder erklingen. Wahnsinnsteil. Ich bin froh, dass ich eins habe. Hätte ich nämlich keines. Ja, jeder, der auf der Suche nach einem Exorzist ist, der wird's vermutlich wissen. An die Teile ranzukommen ist einfach relativ schwer, weil wird halt schon ewig nicht mehr produziert und gab nicht so viele. Und ja, dann muss man auch einfach bereit sein, so viel Geld dafür auszugeben. Das wollen die meisten nicht und das kann ich absolut nachvollziehen. Umso mehr freue ich mich, dass ich es habe. Und da sind wir auch durch. Ist auch wirklich lang genug wieder gewesen. Ewige Laberei. Ja. Meine Lieblinge von Real Steel Knives. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, habt euch nicht zu sehr gelangweilt, gerade weil die meisten Modelle, eigentlich alle, habe ich ja schon mal gezeigt. Ich wiederhole mich dann natürlich auch in meinen Empfindungen zu diesen Messern, aber ich habe einfach so eine ungemeine Freude an diesen Messern. Ja, all knives are great. Messer sind einfach toll, tolle Werkzeuge, kann man viel Spaß dran haben. In diesem Sinne, habt immer Messer dabei, denkt dran, Gips, Rule Number 9. All knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.